Raumschiffe aus Papier. Biohacking an blauen Nelken. Wie macht man aus einer weißen Nelke eine blaue? Ganz einfach, durch Genmanipulation. Wie macht man aus einer blauen Nelke aber wieder eine weiße? Das Zauberwort heißt Biohacking. Es gibt Künstler und Wissenschaftler, die wollen sich in die DNA einer blauen Nelke hacken und die dann wieder weiß machen. Stellt sich die Frage, ist diese Blume dann doppelt genetisch manipuliert oder ist sie einfach weiß und natürlich wie in der Ursprungsform? Und wozu dient dieser ganze Aufwand? Transgene Pflanzen wie diese Nelke, in die Gene einer blauen Betunie eingeschleust wurden, sind der letzte Schrei in Japan. Ohne Funktion, sinnlos schön, wirft diese genmanipulierte Pflanze Fragen auf, deren Beantwortung existenziell für die Zukunft der Biotechnologie ist. Natürlich stellt sich dann die Frage, diese Blumen, die sind patentiert und es gibt Copyright auf diesen Blumen. Wenn wir sie klonen, ist es dann eine Copyright-Verletzung? Margit Leimer ist Mikrobiologin an der Universität für Bodenkultur und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit transgenen Pflanzen. Um mit den Pflanzen zu arbeiten, müsste man als erster Schritt einmal mit der Firma überhaupt Kontakt aufnehmen, ob man damit arbeiten darf, um sich überhaupt ein Freedom to Operate, wie das heißt, zu holen. Wir haben schon angefangen, die Pflanzen draußen zu verbreiten. Ja? Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, ob das legal ist, weil normalerweise gibt es Schwierigkeiten, genetisch manipulierte Pflanzen in der freien Wildbahn auszusetzen. Margit Leimer kennt die restriktive Haltung des Gesetzgebers in Österreich zu gentechnisch veränderten Pflanzen. Für sie agieren die Künstler im juristischen Graubereich. Denn einfach und klar ist bei patentierten Pflanzen und Verfahren nichts mehr. Die österreichische Gesetzgebung sieht eigentlich genau vor, wie man mit transgenem Material umzugehen hat, ob man also jetzt in einem geschlossenen System oder in einer Freisetzung damit arbeitet. Und daher glaube ich, dass das gemeldet werden müsste, wenn solches Material importiert wird. Wenn Sie eine transgene Pflanze wissentlich jetzt bestellen und sie in Ihren Garten aussetzen, sind Sie in einer rechtlichen Grauzone, ja. Doch damit nicht genug. Das japanisch-österreichische Künstlerduo will nun die eingeschleusten Gene wieder aus der Pflanze entfernen. Ist diese Nelke dann doppelt genetisch manipuliert oder wieder die normale weiße Ursprungsform? Der Schnittpunkt Kunst, Recht und Wissenschaft zeigt Probleme auf, die uns allen bald täglich begegnen könnten. Biohacking. Die Künstler sagen, sie wollen die Nelke wieder befreien. Und in einem zweiten Schritt müsste man sich dann überlegen, wie man jetzt die Gene dann wieder entweder herausschneidet oder eben durch andere Strategien ausschaltet. Ja? Wenn man sie jetzt ausschaltet, dann ist das Endprodukt noch immer eine transgene Pflanze, die also den ganzen Anmeldungsprozess in Österreich, in der EU, weltweit durchlaufen müsste. Patente auf Gene, Verfahren, Hybridsaatgut. Das Projekt will die blaue Nelke allen zugänglich machen. Biotechnologisch prophezeien die Künstler eine Revolution. Wir glauben eben, dass es genauso wie die PC-Revolution in der Anfang der 80er Jahre den Computer zu den normalen Menschen gebracht hat, dass es in nächster Zukunft auch eine Biorevolution geben wird, die eben diese Technologie näher zu den Menschen bringt. Das heißt, dass sich Leute einen spielerischen Zugang zu diesen neuen Technologien erarbeiten. Die Genome von immer mehr Pflanzen werden sequenziert, stehen als Allgemeinwissen im Internet zur Verfügung. Wird es bald ein biotechnisches Labor für den Hausgebrauch geben? Werden wir unsere Pflanzen und Nahrungsmittel bald selbst biotechnologisch bearbeiten können? Ich bin mir sicher, dass in Zukunft Dinge, wo wir in der Vergangenheit 10 Jahre und eine riesen Mannschaft gebraucht haben, vielleicht irgendwann einmal am Küchentisch ablaufen können. Leimer hat jahrzehntelang an transgenen Kulturpflanzen geforscht und darf diese in Österreich nicht aussetzen. Sie begrüßt die Biohacking-Initiative. Biohacking ist ein ganz interessantes Wort, weil es setzt sich eben aus Bio für Biologie und Hacking zusammen. Und Hacking kommt eben aus der Computersubkultur. Und es geht eben darum, wie man etablierte Technologien subversiv benutzt. Ja?
Und das ist auch, was wir versuchen hier zu machen. Also wir versuchen eben, uns diese Technologien anzueignen und sie gleichzeitig spielerisch zu erforschen. Und ich finde es auch eine charmante Idee, das in Österreich auszustellen, weil wir ja doch in Europa so irgendwo das Rücklicht sind. Und jede Gelegenheit, um eine Diskussion über das Thema irgendwie wieder aufleben zu lassen, finde ich eigentlich willkommen. Common Flowers, ein Kunstprojekt, das wichtige offene Fragen stellt und Probleme thematisiert, die durch die aktuellen Trends in der Biotechnologie aufgeworfen werden.